Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, zum 20. Rennen der Racing League eSport. Heute in Abu Dhabi. Abu Dhabi, ein sehr anspruchsvoller Kurs, auch sehr schön gemacht. Und mit 17 Fahrern heute am Start. Mal schauen, wie viele Fahrer denn am Ende ins Ziel kommen. So, wir befinden uns in Q1. Die ersten Fahrer drehen schon ihre Outlap. Wir bleiben gleich mal hier auf Rinaldos, fahren nochmal onboard. Okay, onboard mit ihm mit. Und schauen uns aus seiner Perspektive den Kurs an. So, Sektor 1 auf jeden Fall schon Purple Zeit gehabt. So, auch Sektor 2 hier, Purple bei Rinaldos. Gespannt, wo bleibt die Zeit stehen für Rinaldos bei 1:35.358. So, aktuell natürlich schnellste Runde. Marvin mit einer 1:35.787 im Ferrari unterwegs. Teamkollege Hurricane jetzt erst in Sektor 2 unterwegs. Marco Dinsky, Razor. Noch in der Box drin, Booty auf seiner Hotlap, Leon auch auf der Hotlap, Master, Mace Place Blaster, oh Gott, eine 1:39.686. So, Booty auch im Sektor 2 hier, Purple. Zur Reifenwahl aktuell. Unter den ersten Vieren ein Medium-Fahrer, und zwar der Leon. So, Booty eine 1:35.460. Ja, für alle, die neu sind in dieser Szene, das Qualifying ist in drei Abschnitte eingeteilt, Q1, Q2, Q3. Q1 oder nach dem Q1 würden im Normalfall 5 Fahrer ausscheiden. Also bei 20 Fahrern wären es dann nur noch 15, die in Q2 unterwegs sind. Q2 dann wieder 5 raus. Somit, dass in Q3 dann nur noch die besten 10 im Qualifying unterwegs sind. So, also nach wie vor nach den ersten 6 Zeiten Rinaldos mit seiner 1:35.358 derzeit schnellste Runde. Hurricane hat sich auf Platz 4 geschoben hinter Teamkollegen Marvin. Und ansonsten gucken wir einfach mal, was die anderen machen. So, Abu Dhabi misst eine Streckenlänge von 5,28 Kilometer. Ist im Rennkalender in der F1 seit
2009. Ja, im Real Life fahren die Kollegen der F1 58 Runden, entspricht knapp 306 Kilometer. Rundenrekord 2021 von Max Verstappen mit einer 1:26.103. Und ja, Rundenrekord im Qualifying lag wohl also da bei einer 1:22.100. So, RLE Racer RA484 Racer, ja, wenn er zerrt, wird wohl LRV Reese sein. Der hat nämlich die Doppi gehostet, ist aber nicht hier drin, unter dem Namen zumindest. Also hat er wohl seinen Namen geändert. So, hier sehen wir auf jeden Fall Dynamo, wie er eben schon einen Dreher mitgenommen hat. So, ansonsten geht jetzt Olaf auf seine Hotlap. Dynamo, okay, der ist zwar auf der Hotlap, allerdings wird er die Runde wohl vergessen können. Razer, genau dasselbe Spiel, so ungültige Zeit. Und Miguel auch unterwegs auf der Hotlap. So, Miguel in Sektor 2 Purple, also auch eher schnell unterwegs. So, Miguel, eine 1:35.687. Ja, Dynamo, wie angekündigt, eine 1:59.656 nach seinem Dreher. Ja, Razer hat die Session aufgegeben. Razer hat auch eine Qualifikationssperre. Somit darf er natürlich keine Zeit abliefern. So, auch da fährt einer außerhalb der Strecke weiter. So, aber während die Jungs hier ihre Runden im Qualifying fahren, werde ich mal auf die Tabelle eingehen. Ja, die mal vorsichtshalber nicht geladen. Gut, dann gehen wir auf die Teamtabelle als erstes ein. Also in der Konstrukteurs-WM führt hier Alpine mit 577 Punkten, also Titel definitiv in der Tasche, vor McLaren mit 254 Punkten. Auf Platz 3 kommt dann Aston Martin mit 185 Punkten. Auf der 4 die AMGs. Auf 5 Red Bull Racing, auf 6 Ferrari, auf 7 das Williams Team, auf Platz Nummer 8 haben wir das Haas Team, auf der 9 Alpha Tauri und auf 10 Alpha Romeo. Ja, ich würde euch ja sehr gerne
die Tabelle von den Fahrern zeigen. Aber nö. Einfach. Nochmal über einen anderen Browser aufzurufen. Vielleicht ist da was. So, ansonsten haben wir Leclerc mit einer 1.35.626 auf Platz 5. Linus 1.35.073 auf Platz 1. Ganz knapp vor Buti, der sich auch verbessert hat, auf Platz 2 mit einer 1.35.088. So, AC hier auf einer ungültigen Runde. So, dann schauen wir mal, was der Kollege Marco Linsky veranstaltet. So, auch Linus und Buti haben schon Q1 verlassen. Auch Rinaldus zieht da hinterher. Marco Linsky schiebt sich auf Platz 5 erstmal, also somit auch weiter in Q2. So, mittlerweile haben wir jetzt auch die Fahrertabelle angezeigt bekommen. Das heißt, jetzt schauen wir mal um. So, und zwar Linus auf Position 1 mit 312 Punkten vor Teamkollegen Axel mit 265 Punkten. Auf Platz 3 Buti mit 145 Punkten. Auf der 4 haben wir Leclerc mit 144 Punkten. Auf der 5 Janni mit 142 Punkten. 6 Marco Linsky mit 104, Olaf auf der 7 mit 101 Punkt, Harry Kane auf Platz Nummer 8 mit 97 Punkten, auf der 9 AC und auf 10 Miguel. Ja, die anderen lasse ich jetzt mal vorgelesen. Also Platz 1 und 2 sind eigentlich safe. Jetzt nichts mehr. Wir haben jetzt noch 3 Rennen bzw. ein Nachholrennen. Liegen wir noch bei 4 Rennen. Somit maximal 26 Punkte zu holen. Und ich könnte hier Axel, seinen Teamkollegen Linus noch wegholen da oben. Aber dadurch, dass natürlich Axel heute auch fehlt, wird es natürlich schwer und Linus lässt sich natürlich seine Punkte ungern wecken. Platz 3 bis zu Platz 20 wird auf jeden Fall noch spannend. Da passiert noch das ein oder andere, der ein oder andere Positionswechsel. So, mittlerweile Marco Linsky sich auf Platz 3 vorgeschoben. Uns fehlen jetzt noch 2 Zeiten von Lord Dennis und von AC. Beide aktuell auf der Outlap.
So, AC positioniert sich hier auf Platz 3. Wow. Marvin auf Platz 6. Was macht Lord Dennis? Oh, Lord Dennis, hier Verkehr vor sich. Und er haut sich seine Runde umgelegt. Somit Lord Dennis in Q2 und 3 auch nicht dabei. So, nun befinden wir uns auch schon in Q2. Die ersten Fahrer gehen hier schon auf die Strecke. Das ist einmal Hurricane und einmal Marvin, beide Ferrari-Piloten. Hurricane auf Mediums, Marvin auf den Softs. Und auch Leclerc ist schon raus aus der Box. Auch er auf Mediums unterwegs.
So, ja, Olaf hat es wohl hier rausgedreht. So, die ersten Runden sind auch schon da. 1,35,390 von Leclerc, 1,36,117 von Harry Kane. So, wir haben, ja, wo haben wir Olaf? Sehen wir ihn irgendwo? Nein. Fahrzeug steht hier auf jeden Fall schon wieder in der Box drin. Uti 1,35,642 mit Platz 2. So, Dynamo mit einer 1,35,943. Marco Linsky lässt hier Teamkollegen Gianni passieren. Denise, einen wunderschönen guten Abend. Ausrufezeichen Liebe gibt's hier nicht. Ist nicht mein Stream. Das ist sehr lieb von dir. Gib dir auch gerne Liebe zurück. So, bitteschön. Was läuft hier so? Ja, aktuell noch das Qualifying in Abu Dhabi. Wir schauen, wie die Fahrer hier Pirouetten drehen. Wie du siehst, ansonsten läuft hier nicht ganz viel. Respekt, ne? Respekt auf jeden Fall. Und du fleißig am Lernen? Oder eher nicht? So langsam der Rücken ist, aber was? Ja, gönnt euch. So, Ronaldo ist eine 1,35,659, Platz 4 vorerst, auch er weiter aktuell in Q3. So, wer hat sich jetzt hier dazwischen geschoben noch? Marco Linsky, 1,35,745.
Ja, er schläft schon. Ja, klar, beim Rückenkraulen, kein Wunder. So, uns fehlen jetzt noch Zeiten von Marvin, der fährt gerade eine 1:35.654, schnellste Runde aktuell von Linus, 1:34.421. Wer hätte es erwartet? So, ja, dann Hurricane 1:35.994. Da muss aber noch ein bisschen was kommen, sonst reicht es definitiv nicht für Q3. So, von Dreamsy sind wir eigentlich auch andere Zeiten gewöhnt. So, Mace Blaster hier aktuell auf einer ungültigen Runde. Leon in der Box, jetzt aus, kommt jetzt aus der Box raus. Kenne ich. Aber ja, ich lerne dabei, ja, perfekt. Das hört man noch gern. Oh. Da ist ja eben ein Fahrzeug geradeaus weitergefahren. Oha. Ach Quatsch, gibt definitiv besseres. Guten Flügerstream. Aber danke fürs Kompliment. Während die hier ihre Runden drehen, werde ich mal kurz probieren, Streamlabs hier zu bearbeiten. Oder Stream Elements mal gucken. Also müsste ja irgendwie gehen. Ich habe ja, glaube ich, irgendwie die Zugangsdaten noch. So, mal meinen Timer rausnehmen hier. Du morgen, ich gehe davon aus Schule, ne? Montag, ja, Montag. Oh, ah, morgen Prüfung, oha. Also ich von Triebwerk empfehlen kann, schmeckt eigentlich alles relativ gut, ist halt wirklich Geschmackssache. Also ich trinke persönlich gerne Wassermelone, Himbeer Vanille ist auch sehr nice, Tropical auch gut, Kirsche schmeckt auch, weil das sind so meine Favoriten. Ansonsten haben wir jetzt aktuell das neueste, ich weiß gar nicht, Zimt, Pflaume Zimt heißt das, glaube ich. Ja, das ist halt, wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Zimt ist halt nicht mein Fall. Von daher schmeckt es mir halt nicht ganz so. Alle 3 Grad in Warenkorb gepackt. Okay.
Es läuft ja. achte aber drauf, dass der Rabatt auch abgezogen wird, ne? Und das hat nicht funktioniert. Also Pina Colada, ganz ehrlich, habe ich noch nicht getrunken. Werde ich auch nicht trinken, weil das hört sich einfach mit Banane ganz komisch an. Also für den Fall, es könnte nämlich sein, dass der Code im Moment nicht geht, weil die hatten mal irgendwas geschrieben, dass mit diesem eigenen Code das nicht mehr funktionieren soll. Und deswegen achte mal drauf, ansonsten kann ich dir nämlich den Link noch schicken, wo es definitiv funktionieren soll. Falls du bestellen willst. Aber ich kann dir auch gerne das nächste Mal, wenn deine Kekse ankommen, erstmal Proben zuschicken von dem, was ich zu Hause habe. Kannst du das testen. So, die Zeit ist auf jeden Fall abgelaufen. Gucken. Dynamo noch auf einer schnellen Runde unterwegs. Mace Blaster. Den sehen wir im Rennen wieder. Okay. Ja, kann man mal machen, dafür, dass man die Sachen noch nicht kennt. Dachte ich mir, nee, dann bestell nicht darüber. Machen wir das nämlich dann anders. Das eilt ja auch nicht, muss ja auch nicht heute machen. So, sind alle durch. Marc Ulinski noch auf einer schnellen Runde unterwegs. Kann er seine Zeit nochmal verbessern? Jawohl, Platz 4 für Marc Ulinski. Somit verabschieden wir uns von Olli, von Mace Blaster, von Dreamzy, von Leon und von Marvin. Die 5 sehen wir im Rennen dann wieder. Der 10% geht auch nicht mehr. Jetzt verarsch mich aber nicht echt jetzt. Du gibst den aber ohne die Kommas ein, oder? Also einfach nur Flüggy, das ist ja der 10% Code. Wie gesagt, Flüggy New, das kann sein, weil da hatten sie was gesagt. Dass das nicht mehr gehen soll. Muss ich auch nochmal rausnehmen. Nein, denke ich nicht. Ich habe jetzt, wann habe ich ihn bestellt? Vor 2 Wochen. Dann ging der gut. Oh, dann ging das noch. Ne?
probier das mal da drüber und gib da aber einfach nur mal den Code NEW ein. Wenn das nicht geht, dann muss ich da morgen mal anrufen und mal fragen, was da los ist. Kann ja wohl nicht sein, ja? Wenn mir das Geld durch die Lappen geht. Spaß beiseite. Gut. €10,48, aber nur mit dem 10% Code, oder? Wie gesagt, es soll eigentlich über diesen Link. Warte mal, das probiere ich jetzt selber nochmal. Alter, Razer. Komm schon. Kann ich den stumm schalten? Einstellungen. Na toll, ich kann den nicht mal stumm schalten, ne? Ne, wie gesagt, ich habe das gerade ausprobiert über die Internetseite, also über diesen Link, den ich da jetzt gerade nochmal gesendet habe. Wenn ich da den Code NEW eingebe, zieht er automatisch 30% ab. Wenn es nicht schmeckt, dann schick es dir zurück. Ah ja. Dann mache ich es noch mal. Es kann natürlich sein, dass zwischendurch übers Handy es nicht funktioniert. Ich weiß es nicht genau. So, die ersten Runden sind hier eingetroffen. Linus 1,34,393, Booty 1,34,911, Hurricane 1,35,251. Vier Sorten habe ich jetzt. Geil. Ja, aber du bist schon mutig, oder? Nur so ein bisschen. Ja, tust du. Also ich kriege dieselbe Provision davon wie jetzt, wenn du, naja, ich sage mal so 10% halt, ne? Kriege ich davon. Und als Neukunde kriegst du halt 30% abgezogen. Wenn es denn funktioniert. Aber sollte eigentlich. Ja, ist halt nur die Frage, ob es dich boostert, nicht wahr? Wie gesagt, jeder reagiert ja anders darauf. Oder? Ich kann halt aus Erfahrung sprechen, dadurch, dass ich den ganzen Tag Kaffee trinke. Merke ich davon nichts mehr, aber auch von keinem anderen Energy, also von daher ist das. Aber mir persönlich schmeckt das Zeug halt.
anbieten oder keine Werbung dafür machen. Okay, aber ich hoffe nicht auf die Booster irgendwo, weil ne, ist zwar ein Booster, aber m-m. So, Margolinski Platz 5, Janni aktuell Platz 6. X gespart. Hihi. Na sicher. Das geht doch. So, Rinaldo ist hier auf seiner Hot Lap. Seine heißen Runde, seiner schnellen Runde. Kirsch, Zitrone, Blaubeere und Pfirsich habe ich jetzt bestellt. Also Kirsch ist klar, Eistee, Zitrone, Eistee, Pfirsich und Blaubeere, also Blueberry. Ich habe mir sogar dieses Jahr den oder was heißt dieses Jahr, ist ja das erste Jahr jetzt für, von Triebwerk, den Adventskalender bestellt. Auch sehr interessant. Ich hoffe, es schmeckt dir. Wenn nicht, kaufe ich dir das gerne wieder ab. Das ist kein Thema. Ich habe es jetzt wirklich gesagt. Bitte nicht das Video aufzeichnen hier. So, Rinaldo ist 1,35,280. Somit Platz Nummer 4. AZ draußen auf der Strecke. Jetzt unterwegs in Sektor 2. Ach, ich trinke das schon. Es hat aber eine ganz schöne Nebenwirkung noch. Also, will ich aber jetzt nicht hier im Stream sagen. Dann will ich das gar nicht wissen. deine Prüfung morgen, aber es ist noch nicht. Ist das jetzt schon Abschlussprüfung oder? Solange ich keine Farben danach höre oder Töne sehe, ist alles gut. Nein, so schlimm ist es nicht. Ist legal, die Nebenwirkung. So, warum springt das jetzt hoch? Achso, AZ 1,34,562 schiebt sich so mit hinter Linus auf Position 2. So, Miguel und Leclerc beide auf ihrer Outlap angespielt. Nee, nur so ein Vorbereitungsding. Ja, dann geht's ja wenigstens noch, aber trotzdem. Sollte man schon gut vorbereitet sein. Definitiv. Du musst dich noch um den Sponsor kümmern. Okay. Vor 20 Minuten angefangen zu lernen. Oh oh.
So, Rinaldus hat hier schon verlassen. Ich hoffe. So, hat er das Rennen beendet oder ist er beendet worden? Rennen beendet, okay. Sponsor für deine Liga? Da nickt mir gerade ein Buch voll. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich viel lerne. Das kann ich mir vorstellen. Liest er dir eine gute Nachtgeschichte vor? Sollte das nicht umgekehrt sein? Und ich muss an meinem Shop weiter basteln. Ja, er versucht es. Soll er nicht eigentlich Heier machen? So, läuft doch genau umgekehrt eigentlich, oder? So, Miguel und Leclerc in Sektor 2 unterwegs. Beide dicht hintereinander. Dynamo nochmal auf einer etwas schnelleren Runde. Kann er hier Position 8 noch verbessern? Eine 1:35.008. Somit Platz 5 für Dynamo aktuell. Janni noch unterwegs. Auch Janni schnell unterwegs. 2 Zehntel in Sektor 2 vorne. Ja, soll der. Okay. Aber ja, kenne ich. Wobei es mich wundert, ich will es nicht beschreien, aber meine Kleine schläft. Zumindest war sie noch nicht hier. So, Hurricane ist fertig. Janin, Sektor 2, immer noch 2 Zehntel. Wie sieht es aus? 1:34. Warum darf ich jetzt die anderen Zeiten nicht sehen? So, hier die Startaufstellung. Linus, Leclerc, AC, Miguel, Janni, Markolinski, Buti, Dynamo, Hurricane und Reynaldos. Miguel noch auf Platz 4 gefahren. Ach, bezüglich der Musik, ne? Ich bin nicht fündig geworden. Ey, da gibt's ja so viel. Ach, keine Ahnung. Was ich dich da gestern gefragt, oder? Vorgestern. Ja. Ah. Ja, das ist eine gute Frage. Irgendwas Chilliges, nicht zu extrem. Sag mal, sowas wie du drin hast, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist ja im Endeffekt auch einfach nur so startmäßig und pausemäßig dann irgendwie so ein bisschen mit Musik zu unterlegen. Alles andere ist halt. Ja. Ich schick dir morgen was. Juhu! Ich bin gespannt. So. Also was ohne Text. Richtig, genau. Keine Kirchenmusik, aber ja, du weißt Bescheid. Wir verstehen uns. So, meine Lieben, wir begeben uns jetzt mal 5 Minuten in die Pause. Ich nutze die auch mal ganz kurz. Sofort wieder da.
Gut, dass ich mich gemutet habe. Nämlich nicht. Erstmal darauf ein bisschen einstimmen. So, pünktlich zur Einführungsrunde sind wir auch wieder am Start. Wo kriege ich denn jetzt einen Sponsor her? Tja. Das ist eine gute Frage. Ich schalte da leider aus, weil, ne, ich suche selber noch einen Sponsor, der mich sponsort. Weiß ich nicht, wieso dir die was sagt. Die sind auf jeden Fall in der Gran Turismo-Szene unterwegs. Mittlerweile auch in Assetto Corsa. Bestimmt den einen oder anderen Fahrer schon in Gran Turismo von denen gesehen.
So, jetzt beginnt der Start. Wir kennen F1. Wahrscheinlich kriegen wir hier keine gescheite Kameraperspektive geboten heute. Würde ja schon mal reichen, wenn ich seine Ampel sehe. Ah, aus der Sicht. Super. Super. Oh, yo, yo. So, und der Start ist erfolgt. Da hinten zieht auch schon einer raus. Oh, hier AC. Nein, gar nicht. Linus mit leichten Problemen, leichten Schlenker nach links. Ansonsten sind aber alle sehr gut weggekommen. AC hier zwei Plätze gut gemacht. Linus einen Platz verloren. Und hier hinten das Gespann um Platz 3 bis 10. Alle dicht beieinander. Alle kommen aber gut hier um die Kurven rum. Es fährt keiner raus. Wahnsinn. Ersten Kurven und wir haben noch kein Safety Car. Sehr schön. So, aber wie gesagt, irgendwie kameramäßig läuft das hier noch nicht so gerade. So, Janni hier auf Platz 4 verteidigt hier gerade seinen Platz gegen Miguel. Vorne geht nicht, aber Linus versucht schon den Angriff an AC, um auf Position 1 natürlich zu kommen. So, Gewinner von dem Ganzen ist LRV Ries, auch jetzt Razer. Mit 8 Startplätzen, Rinaldus 5 Plätze verloren. Ansonsten Marco Linsky auch 4 Plätze nach hinten gespült worden. Dennis 3 Plätze gewonnen. Also, ja. Ja, Leclerc geht hier schon in die Box. Interessant, auch die Reifenwahlen wieder. AC, Razor, Leon, Wind, Marvin, Creamsy, Leclerc und auch Olaf auf den Mediums unterwegs. Ey, diese Kamera, ey, heute will sie aber überhaupt nicht. Ich muss dich jetzt verlassen, Grundsatzdiskussion mit dem Zwerg beginnt. Ich wünsche dir auch eine angenehme Nacht. Wir hören uns morgen früh definitiv noch. Ansonsten aber schon mal viel, viel Erfolg morgen für deine Vorbereitungsprüfung. Und danke, dass du da warst. So, Linus geht hier vorbei an AC. Bis morgen früh. Gutes Nächtle. So, Lord Dennis geht hier vorbei an Dreamsy. So, auch Lord Dennis jetzt in der Box drin. Relativ früher Boxenstopp. Mal schauen, liegt hier irgendwas bereit oder ist es wirklich einfach nur ein Reifenwechsel? Ne, und einen neuen Frontflügel für Lord Dennis. Linus führt hier das Feld an vor AC. Danach Janni auf Platz 3, 3,3 Sekunden Rückstand auf AC. Aber Miguel greift jetzt Janni an und geht somit auf Position 3. Hinten der Wechsel zwischen Marvin und Leon. Marvin geht vorbei an Leon. Wird jetzt auf Position 10 geführt und Olaf ist raus in Sektor 1.
hat es Olaf erwischt. Und auch Miguel ist raus. Beide Red Bull-Piloten hier ausgeschieden. Somit Safety Car Phase Numero Uno. So, Dennis nutzt natürlich die Chance. Zieht neue Reifen oder andere Reifen auf. So, auch Linus geht hier in die Box. So, Safety Car nach wie vor noch draußen. Ich sehe jetzt auf Platz 1. Der Razor direkt auf Platz 2 dahinter. Marco Linsky, dann haben wir Marvin, dann haben wir Leon. Flimsy, Linus auf der 7, Janni auf 8, Dynamo auf 9, Guti auf 10, Harry Kane auf Nummer 11, dann haben wir Mace Blaster auf 12, Rinaldus auf 13, Leclerc auf 14, Lord Dennis auf 15 und leider schon raus Miguel und Olaf, beide Red Bull Piloten.
So, und nach wie vor sind die Lampen noch an am Safety Car. Sobald hier die Lampen ausgehen, kann ab Startziel wieder überholt werden. AC gibt das Tempo vor. Ja, das Safety Car bleibt noch eine Weile ruhig draußen. So, Safety Car geht in dieser Runde rein. So, AC lässt hier schon Abstand zum Safety Car. Die Geschwindigkeit bringt seine Reifen nochmal auf Temperatur. Razor dicht dahinter, sehr, sehr dicht. So, AC gibt Gas, hat hier genügend Abstand und bleibt auch vorne. So, Dynamo hängt hier im Heck von Janni. Der DRS ist ja aktuell noch deaktiviert. So, Linus geht hier an Marvin vorbei. Beide Piloten auf die Mediums.
Nino ist auf jeden Fall schon sehr dicht auch vorne an Markulinski dran. Markulinski. So, der S ist wieder verfügbar. Guti hier auf der 10. Dicht hinter ihm Rinaldus und vor ihm Dinamo. Platzwechsel zwischen Dreamsee und Leon. Oh, was ist hier los? Nein, Dreamsee hat es erwischt. Ah, wie ärgerlich. Und da ist auch gerade wieder ein Fahrzeugteil geflogen.
So, Safety Car ist wieder drin. Linus gibt, hat das Tempo vorgegeben, ist natürlich auf 1 geblieben. So, hinten Leon vorbei an Marulinski und jetzt Razor vorbei an Kurt Dennis. Hallo Dennis, Mace Blaster und Leclerc auf den harten Reifen unterwegs hier. Der Rest ist gefällt auf Betums mit zwei Fahrern noch auf Soft. Jetzt vielleicht dann gleich der Angriff von AC gegen Lord Dennis. Hier kam Lord Dennis ein Stückchen zu weit nach links. Hat kurz vorher eine Zeitstrafe kassiert. Und hinten sehen wir, wie Harry Kane an Marulinski vorbeigeht. Somit Marulinski jetzt auf Platz 12. Hier kämpfen sie sich beide zusammen durch die Kurve. Und Harry Kane behält die Nase vorn. So, jetzt Angriff von Leclerc gegen Razor. Hinten Lord Dennis bzw. Leon an Lord Dennis vorbei. Harry Kane hier einen Platz verloren, wieder an Marulinski. So, ab jetzt DRS wieder aktiv. Das heißt wohl, in der nächsten DRS-Zone wird wohl Janni an Marvin vorbeiziehen. Dynamo geht auch noch an Marvin vorbei. Und hinten AC gegen Leclerc. Und auch Leon geht hier an Leclerc vorbei. Da gab es da jetzt eine Berührung. Wir wissen es nicht genau.
So, auf jeden Fall, wie gesagt, geht in die Box, kriegt einen neuen Frontflügel, holt sich Mediums. So, der Razor ist hier an Booty vorbeigegangen, an den Kollegen. Und auch Marco Linsky kascht sich einfach Leon. So, AZ gegen Marvin, Lord Dennis gegen einfach Leon. Und auch Hurricane geht hier innen an Leon vorbei. So, Rinaldus auch vorbeigegangen an Leon. Vorne Marvin gegen Marco Linsky. Marvin, der hier 16 Runden auf seinen Mediums hat, ist es etwa schon zu viel für die Mediums. So, hier der Angriff von AC gegen Booty. Booty hier fast ohne Chance. Also, ja, Janni jetzt in der Box drin. So mit Dynamo auf 3, AC auf der 4, Booty auf der 5.
Kameraperspektive her. So, AC auf jeden Fall vorbei an Teamkollegen Dynamo. Somit AC jetzt auf Treppchenkurs. Dynamo noch direkt dahinter. Oh, Alter. Kann ich hier gar nicht durch ihn schalten, ey. So, jetzt vielleicht der Angriff von Marco Linsky gegen Buti. Buti läuft hier auf Dynamo auf. Da hinten gibt es nochmal einen Positionswechsel zwischen Gianni und AC. Achso, ja, AC war in der Box, Entschuldigung. Und Buti vorbei hier an Dynamo. Somit jetzt aktuell beide AMGs auf Treppchenkurs. Oh, Marco Linsky hier geht vorbei an Dynamo und im Doppelpack holt er sich auch gleich noch Buti. So, wir schauen uns mal die Strafen an. Razer 3 Sekunden, Dynamo 3 Sekunden, Lord Dennis auf 8 Sekunden und Leclerc mittlerweile 14 stolze Strafsekunden. Also Dynamo überholt worden von Harry Kane und von Rinaldus. Dynamo jetzt nur auf Platz 7. Aber auch Dynamo wird wohl jeden Moment reinkommen. Genauso auch wie Buti, Linus vermutlich auch. So, Dynamo fährt auf jeden Fall jetzt schon mal in die Box.
So, also, ich würde sagen, was ist da los? Markolinski auf Position 2, Razor in der Box, fällt hier zurück. Auf derzeit Rang 7, jetzt Rang 8. So, hier das Duell zwischen Mace Blaster und Razor. Rinaldus vorbei an Booty. Oh, das war aber jetzt eng, ja. So, und die nächste Zeitstrafe für Lord Dennis. Hier los, rum. Bleibt das Bild stehen. Läuft halt. So, AZ, eine Runde Rückstand. Sie ist geboostet. Dabei war AZ relativ gut unterwegs. So, die letzten vier Runden. Aus dem Schatten heraus geht jetzt Lord Dennis hier an Booty vorbei. So, und auch Janni mittlerweile vorbei an Booty. So, Dynamo vorbei hier an Marvin. So, und auch jetzt hier weitere Platzwechsel. Mace Blaster vorbei an Janni. Leon vorbei, Marvin vorbei. Und auch Dynamo vorbeigegangen an Janni. Ah, Janni hier mit einem Dreher.
vermutlich jetzt auch Frontflüge los. Werden wir gleich sehen. So, Leclerc auf Position 13. Warum ist er so weit hinten? Nee, Frontflügel ist dran. Okay. Doch, doch, ihr fährt aber in die Box rein. Und gibt die Session auf. Sektor 1, angeblich gelbe Flagge. Sind aber alle unterwegs. Das Auto von Jani fährt weiter. Ich sehe schon 2 Runden Rückstand. So, egal, 13 Fahrer noch im Feld. Linus führt hier das Feld an mit 10 Sekunden Vorsprung. Marco Linsky 3 Sekunden vor. Harry Kane, Racer 1 auf Position 4 mit 1,8 Sekunden vor Rinaldos. Nein, halt umgekehrt. Racer 1,6 Sekunden Rückstand auf Harry Kane und knapp eine Sekunde Vorsprung auf Rinaldos. Lord Dennis 0,5 Sekunden dahinter. Booty 6,7 Sekunden hinter Lord Dennis. Mace Blaster 1,2 Sekunden Abstand von Booty. Dynamo 1 Sekunde auf Mace Blaster. Marvin 2 Sekunden. Auf Dynamo, Leon knapp ganze 4 Sekunden. So, vorne Lord Dennis jetzt vorbeigegangen an Rinaldos. So, letzte Runde ist begonnen. Oh, Dynamo. Greift hier Dynamo eventuell nochmal Mace Blaster an. So, hier passiert wohl nichts mehr. Oh, ich sage es noch. Booty überholt worden von Dynamo und vom Mace Blaster. Dynamo geht an. An Mace Blaster kurz vorbei. Mace Blaster holt sich seinen Platz zurück. Jetzt Dynamo wieder auf Position 7. Herzlichen Glückwunsch an Linus zu Platz 1.
Marco Linsky zu Platz 2, Harry Kane Platz 3, Razor auf der 4, Entschuldigung, Ronaldo jetzt auf der 4, Razor auf der 5, Lord Dennis auf 6, Booty auf 7, Leon auf der 8, Dynamo auf 9, Mace Blaster kommt als 10. ins Ziel, Marvin fährt als 11. über die Ziellinie. So, noch eine neue schnellste Rennrunde von Leclerc, 1:36.023. Ein AC wird mir hier nicht mehr angezeigt. Ja, keine Ahnung, ob was hier jetzt los ist. Geht gerade gar nichts mehr. So, die verlassen alle ihre die Session schon. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall ans Podium. Hier Linus zu Platz 1. So, hier nochmal die Endergebnisse. Linus, Marco Linsky, Harry Kane, Ronaldos, Razor, Lord Dennis, Booty, einfach Leon, Dynamo, Mace Blaster, Marvin auf der 11, Leclerc auf der 12, auf 13 AC, auf 14 Janni, auf 15 Dreamsy, 16 Miguel und 17 Olaf. Ja, meine Lieben, dann danke ich euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Nächste Woche, Sonntag, ist dann Rennen 21, entweder Liga 1 wieder hier auf dem Kanal oder auf meinem eigenen Kanal. Wir schauen einfach mal, wir lassen uns überraschen. Ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.